500.000 Euro mit Aktien bis zur Schlossallee. Was du brauchst, um ein Aktiendepot aufzubauen, das eine halbe Million Euro schwer ist, das Dividenden abwirft, dir also ein passives Einkommen generiert, das erzähle ich dir in diesem Video und zwar ganz konkret. Wir sind nämlich bereits dabei und nicht in einer Payment-Wall oder so und alles komplett transparent. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es um den langfristigen Vermögensaufbau. Und wenn du dieses Video hier siehst, dann gehörst du nicht zu fast der Hälfte der Deutschen, die hier Angst vor der finanziellen Zukunft haben müssen. Hier aktuelle Umfrage in die Welt, fast die Hälfte der Deutschen fürchtet eine aktuelle Umfrage zufolge später finanzielle Probleme. Das animiert sie aber nicht zum Handeln. Und was ich zeigen möchte ist, es ist gar nicht so schwer, sich ein schönes Finanzpolster aufzubauen mit Qualitätsaktien. Ich sag dir, was du alles dafür brauchst. Vorher verrate ich dir noch kurz meinen Namen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe den Aktienfinder. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, damit du von steigenden Kursen und steigenden Dividenden profitieren kannst. Und es klappt sehr gut und ich ärgere mich, dass immer noch die Hälfte aller Deutschen rund Angst vorm Alter, Angst vor finanzieller Armut haben muss. Das versuchen wir hier zu ändern. So, was brauchst du denn alles an Zutaten, damit du dieses halbe Million Euro Depot bekommst? Ich sag's dir und es ist gar nicht so kompliziert. Es sind nur vier Dinge eigentlich. Du brauchst erstens Qualitätsaktien, du brauchst zweitens Geld zum Investieren. Sorry, von nichts kommt nichts. Du brauchst Geduld, also die Zeit ist auf deiner Seite, wenn du der Zeit Zeit gibst, sozusagen. Und du brauchst ein Depot. Aufs Depot komme ich jetzt gleich, sonst vergesse ich es nämlich. Und zwar gute Nachricht, zum Anfang dieses Jahres haben wir hier das Starterpaket aufgebohrt, zusammen mit Scalable Capital. Das ist ein Broker, also du brauchst ein Depot, Broker sind Synonyme, wo du Aktien besparen kannst. Wir werden also mit Aktiensparplänen arbeiten. Ich zeige dir, wie das funktioniert. Und Scalable, da funktioniert das. Da ist es sogar kostenlos, kannst du da Aktien besparen. Und wenn du ein Depot hier aufmachst, ich verlinke das, dann kriegst du nicht nur das Depot logischerweise, sondern du kriegst auch den Aktienfinder, den sehen wir auch gleich in Action, ein ganzes Jahr lang kostenlos. Und da kannst du dann im Aktienfinder die Qualitätsaktien finden. Genauso haben wir es nämlich auch gemacht mit dem Starterdepot. Und das ist ein Ding, was irgendwann mal, wenn ich so lange durchhalte, habe ich aber vor, 500.000 Euro plus wert sein wird. So, und ich zeige dir auch, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise warum das klappt. Wir haben hier den Aktienfinder, keine Angst, wenn es etwas kompliziert aussieht, das Ganze. Man muss sich halt in alles ein bisschen reinarbeiten, aber es ist, wie ich sagte, kein Hexenwerk. Wir haben hier 20 Aktien, die wir besparen im Starterdepot. Und wenn du das Starterdepot mal unabhängig vom Aktienfinder angucken möchtest, hier ist es drin, das Starterdepot Vermögensaufbau mit Aktiensparplan. Es ist momentan 19.200 ein paar zerquetschte Euro schwer. Was? Nur 500.000 Euro hast du aber gerade eben gesagt. Moment, wir haben vor 2,5 Jahren angefangen, das Starterdepot zu besparen mit jeweils 500 Euro. Dann wären wir beim Geld zum Investieren, von nichts kommt nichts. Haben etwas mehr als 15.000 Euro investiert. Es ist schon über 19.000 Euro wert. Wir haben also schon knapp 4.000 Euro Kursgewinne. Wir haben Dividenden in Höhe von 375 Euro zusätzlich kassiert. Also es ist nicht schlecht und ich zeige dir auch gleich, nein, ich zeige es dir jetzt, wo wir schon stehen und zwar, das kommen wir nachher nochmal drauf, das ist das Starterdepot, das ist der aktuelle Stand, wo wir sind, ein Balken sozusagen, ein Monat, hier ist der Corona-Crash mal gewesen, das hier haben wir investiert, das Grüne sind die Kursgewinne und das Blaue sind die Dividenden. So sieht das Ganze aus, ich zeige es dir nachher nochmal in unterschiedlichen Perspektiven, damit du einen ganz guten Eindruck von dem Ganzen bekommst. Zuerst aber zurück zum Fahrplan. Also, du brauchst Qualitätsaktien, du brauchst Geld zum Investieren, du brauchst Geduld und du brauchst das Depot. Dann gehen wir jetzt zurück zu den Qualitätsaktien. Was sind denn Qualitätsaktien? Ich kann dir jetzt hier nicht die Fundamentalanalyse beibringen, aber ich kann sie dir allgemein beibringen, auch das kostenlos. Kannst du einfach die Videos anschauen, zum Beispiel so findest du die besten Aktien, werde ich auch verlinken. Aber ganz, ganz kurz hier einfach mal dir zeigen. Wir haben hier einen Merkzettel, wir besparen 20 Aktien, die 20 Aktien habe ich hier in dem Merkzettel
Und ich habe hier so ein Ranking, geht von 0 bis 100. Wenn du einfach mal schaust, dann siehst du, dass diese Aktien hier ein schön hohes Ranking haben. Warum nur 15? Weil ich noch hier einen Filter drin habe anstatt 20. Und zwar bopp, weg damit, ausgeschaltet. Jetzt haben wir hier die versprochenen 20 Aktien. Und dann siehst du hier das Ranking. Und es ist wunderbar, schön hoch. Bloß Amazon zahlt keine Dividende, deshalb hat das Ranking von 0. Soll es aber mal nicht stören. Das war die Ausnahme. Das ist die einzige Aktie mal noch aufgenommen. Eine einzige, die keine Dividende zahlt, um über den Tellerrand hinauszublicken. Aber du siehst hier, dass es relativ hohe Rankings sind. Was heißt es, relativ hohe Rankings? Ist es irgendein Score? Das heißt, dass diese Unternehmen, in die wir investieren, ihre Gewinne und in 19 von 20 Fällen hier auch ihre Dividenden langfristig steigern. Home Depot zum Beispiel, so eine Art Baumarkt aus den USA, da geht es mit den Gewinnen nach oben. Kannst du dir Tencent anschauen. China geht es auch mit den Gewinnen nach oben. Es gibt immer mal so kleine Dellen. Also nothing is perfect, aber langfristig geht es alles schön nach oben. Und wenn hier die Gewinne nach oben gehen und die Cashflows nach oben gehen, dann heißt das, dass auch die Kurse nach oben gehen und dass auch die Dividenden langfristig nach oben gehen. Genau das wollen wir haben. Genau in das investieren wir seit rund 2,5 Jahren und deshalb haben wir auch 4.000 € Kursgewinne. Natürlich kann niemand sagen, wie die Performance an der Börse ist, die nächsten Wochen, Monate, auch nicht das nächste Jahr, übernächste Jahr und so weiter. Aber was wir sagen können ist, das ist eine gute Aktie, ein erfolgversprechendes Unternehmen. Das ist eher eine Aktie, wo man möglicherweise besser die Finger davon lassen sollte. Also, wenn wir nämlich jetzt zum Beispiel mal andere Aktien gucken, machen wir mal, indem wir, jetzt haben wir hier absteigendes Ranking, indem wir mal nach dem Namen sortieren, dann kriegen wir alles wild durcheinander gewürfelt. Und dann siehst du eben, dass es Rankings gibt, die ganz schlecht aussehen. Jetzt habe ich hier ein Dividendenranking. Machen wir ganz kurz mal wieder den Filter rein, sodass wir nur Dividendenzahler drin haben, weil passives Einkommen erzielst du ja nur durch Dividenden. Und dann haben wir hier unterschiedliche Aktien und du siehst hier unterschiedliche Rankings. Und es gibt eben dann auch Aktien, die haben relativ niedriges Ranking, zum Beispiel 32 nur, in Anführungszeichen Aegon. Und wenn du dir hier jetzt den Gewinnverlauf anguckst, da siehst du, bei den Aktien vorhin ging es nach oben und hier dieses Grüne über den Zeitverlauf, da gehst du auch eher tendenziell nach unten oder verläuft dann irgendwie ganz gezackt seitwärts. Solche Aktien, das sind Investments, da solltest du vorsichtig sein. Du siehst auch den Zusammenhang zwischen dem Aktienkurs, das ist diese schwarze Linie hier, und der Gewinnentwicklung. Da siehst du es, wenn die Gewinne nach oben gehen, gehen die Kurse nach oben tendenziell. Und wenn die Gewinne nach unten gehen, dann sinkt der Aktienkurs ebenfalls. Und mit so einem Langfristinvestment wirst du wahrscheinlich nicht zufrieden sein, weil du eben keine dauerhaften Kursgewinne und auch nicht steigende Dividenden erzielen wirst. Und genau das wollen wir ja haben. Du siehst übrigens auch im Aktienfinder, wenn wir hier unsere 20 Aktien wieder rausnehmen, hier die Kursgewinne ganz viel grün, ganz wenig rot und allgemein steigen Aktien. Aber wenn du jetzt alles wieder reinmachst, dann wirst du sehen, wie hier zum Beispiel, dass es doch ein bisschen mehr rot gibt. Immer noch mehr grün als rot, aber deutlich mehr rot, als wenn du nur die Aktien des Starterdepots anschaust. Geld zum Investieren, habe ich gesagt, brauchst du auch noch. Das stimmt. Wie viel Geld brauche ich denn, um zu den 500.000 zu kommen? Das wirst du dich fragen. Und dafür habe ich hier ein wunderbares Excel gebaut. Das ist Pi mal Daumen, der aktuelle Stand. Und das gleiche Depot jetzt wieder, das heißt hier ist das Tabellenblatt. Es gibt ein anderes Tabellenblatt, das heißt Plan. Und du musst langfristig investieren. Hier kommen wir dann auch noch zur Geduld dazu. Investieren, also das Geld. Und ist ja jetzt so, wer meine Meinung, also die meisten Leute hätten, wenn sie berufstätig sind, jedenfalls schon Geld, das sie beiseite legen könnten. Da muss man halt eventuell auch ein bisschen sparen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der in einer Lebenssituation ist, in einer teuren Stadt und so weiter und kein Geld hat, so gut wie kein Geld hat. Dass er zur Seite leben kann, zur Seite legen kann, da muss er natürlich dann erstmal was an der Lebenssituation an sich ändern. Aber die meisten Menschen, also sicherlich nicht 50% der Menschen, um hier zu der
Welt zurückzukommen, die Angst hat vor Altersarmut, können kein Geld zurücklegen. Sie tun es einfach nicht. Sie machen einfach nichts, denn sie sind ja nicht animiert zum Handeln. Hier unten steht es ja nochmal schwarz auf weiß. Und ausnahmsweise glaube ich mal hier der Finanzpresse, dass es so ist, weil es entspricht auch meiner eigenen Erfahrung. Also, man kann Geld zur Seite legen und dann investieren. Heutzutage sind Aktiensparpläne teilweise, zum Beispiel bei Scalable Capital, kostenlos, also gebührenfrei kann man investieren ab einem Euro. Und damit man mit einem Euro Investments zu 500.000 kommt, das dauert gegebenenfalls ein paar Generationen. Aber ich zeige dir jetzt realistische Sparquoten auch, die man hoffentlich stemmen kann. Nämlich, und das ist jetzt hier der Plan, 500 Euro im Monat, das machen wir. Das machen wir seit Juli 2017. Und das ist jetzt der Plan hier. Du siehst, machen wir das mal an, weil lass uns mal, jetzt muss ich mich mal ein bisschen wegschieben hier. So, ganz links unten, das ist tatsächlich der Ist-Zustand. Wir haben also hier jetzt 2022, das ist also nichts anderes als das. Du siehst schon, allein durch die Skalierung, das sieht ja schon nach vielen Monaten aus, sind ja 2,5 Jahre, aber wir stehen im Prinzip noch ganz am Anfang, wir stehen hier. Das ist das, was ich meine mit, du musst Zeit haben und Ausdauer haben, um eben hier bis zur Schlossallee zu kommen mit der halben Million. Ich habe hier eine Beispielrechnung und es ist eine konservative Beispielrechnung. Ich habe eine konservative Beispielrechnung, da hätten wir dann 517.000 Euro. Warum ist das konservativ? Also zum einen haben wir hier die Sparquote, die über die komplette Dauer, und das geht bis 2045, also wir würden dann Pi mal Daumen 25, knapp 26 Jahre besparen, ein Depot mit 500 Euro im Monat und hätten dann über 500.000 Euro. Und du siehst hier, dass unten, das ist das investierte Kapital, das dunkelgrüne, das hellgrüne sind die Kursgewinne und das blaue sind die Dividenden und das zusammen ergibt eben im Jahr 2045 hier 517.000 Euro und es ist konservativ gerechnet. Was heißt konservativ? Ich habe mit Kursgewinnen von nur 5% gerechnet. Die Kursgewinne, die wir haben momentan, sind schon deutlich höher. Es wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, aber es gibt auch noch einen Börsencrash. Dann kann ich sagen, ja, wir hatten einen Corona-Crash. Abgesehen davon haben wir langfristige Renditen von so um die 7%, die man so im Jahr erwarten kann, beziehungsweise die man in den vergangenen Jahrzehnten am Aktienmarkt erzielen konnte. Und das ist hier mit den 5% Kursgewinn immer noch konservativ gerechnet. Was man, wenn man allein nur 6% macht, und ich denke, mit den Aktien, die wir haben, ist es nicht unrealistisch, wenn man nur 6% macht, dann wirst du sehen, dann wird aus 516.000 Euro knapp 558.000 Euro. So schnell geht es. Wenn das Dividendenwachstum, wenn wir das hochdrehen, schauen wir mal an, wie viel Dividendenwachstum haben wir momentan. Da ist das Standarddepot, da steht alles drin. Die Dividendensteigerungsrate momentan 7,4%. Wenn wir hier 7,4% machen, dann haben wir hier 643.000 Euro bereits. Da kann man hier gleich wieder die Kursgewinne runterschrauben, haben wir immer noch 600.000 Euro. Also das ist investieren in Qualitätsaktien. Und man hat mir schon gefragt, weil ich das Excel schon mal gezeigt hatte, ja, glaubst du das denn? Wie realistisch ist das denn, dass das tatsächlich sein wird? Du rechnest hier einfach irgendwas. Ich halte das nicht für realistisch. Ich halte es für realistisch. Das ist A, reine Mathematik und B, hat die Erfahrung gezeigt, dass mit diesen Renditen eben zu rechnen ist. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, das war die Vergangenheit ist keine Garantie auf die Zukunft, das stimmt auch. Und dann kann man sagen, noch einen Schritt weiter Richtung Crash-Propheten, es fährt alles gegen die Wand, es wird eine Währungsreform geben, es wird einen Lastenausgleich geben, falls es nicht eine totale Anarchie gibt und alle die Depots sowieso zusammenbrechen. Ich meine, dann haben wir ein anderes Problem und dann sollte man halt vielleicht, wenn man wirklich daran glaubt, einen Atombunker ausheben oder was weiß ich. Aber Menschen, die nicht die ganze Zeit quasi vor der Zukunft Angst haben wollen und einfach im Rahmen des Systems, des Normalmöglichen für die Zukunft vorsorgen wollen, die machen doch lieber sowas, die investieren lieber in Qualitätsaktien.
Und ich kann dir auch noch die Performance vom Starterdepot kurz zeigen. Den aktuellen Stand ist auch immer interessant, weil die Leute fragen. Denn eine Alternative wäre auch, dass die marktzeitgewichtete Rendite, die interessiert nicht so. Das ist das eigentlich Interessante, weil selbstverständlich kannst du auch in ETFs beispielsweise investieren. Das ist dann breiter gestreut, das geht auch. Und damit wärst du eine gleiche, zumindest mit nicht thesaurierend, sondern ausschüttende ETFs würde oder thesaurierend, also hier wird nicht reinvestiert die Dividende, könntest du analoge Entwicklungen erreichen. Oder eben selbst gezielt in Qualitätsaktien, das bleibt dir überlassen. Und hier ist die Rendite. Und die Rendite des Starterdepots, das Grüne, ist das Starterdepot. Und da siehst du, das ist im Prinzip nur auch seit Beginn im Juli 2009, es gibt hier nur den Nasdaq, der uns schlägt. Alles andere, wie auch die MSCI World und verschiedene Dividenden-ETFs, die performen deutlich schlechter. Und der Nasdaq performt ja nur in Anführungszeichen deshalb besser, weil er auch ein hohes Risiko eingeht, weil er höhere Volatilität ist. Was man unter anderem sieht, wenn man jetzt zum Beispiel sich den letzten Monat anschaut, da hat der Nasdaq dann relativ schlecht abgeschnitten. Und beim Standarddepot sind wir hier. Da gab es dann lustigerweise den DAX, der besser abgeschnitten hat. Aber langfristig fahren wir mit unseren 20 Qualitätsaktien ganz, ganz gut. Du kannst dir anschauen, welche 20 Qualitätsaktien wir besparen hier. Beim Starterdepot haben wir hier eine Übersicht über alle Positionen. Hier sind sie drin, alle 20 Positionen mit Gewinn, Verlust und so weiter. Das ist als Inspiration gedacht. Wichtig ist, dass du verstehst, in welche Unternehmen du investierst, wenn du in einzelne Aktien investieren möchtest. Also solltest du wissen, was die einzelne Aktie so macht vom Geschäftsmodell, wie sie das Geld verdient, steht unter anderem hier im Aktienfinder, im Unternehmensprofil. Dann solltest du zur Überzeugung kommen, dass hier wir ein langfristiges Gewinnwachstum haben. Und die Bewertung ist schon gar nicht mehr so wichtig, weil wir, wenn du mit Aktiensparplänen einsteigst, über den Cost-Average-Effekt auch dann kaufst, wenn die Aktie gerade einen Rückschlag hinter sich hatte und dann kaufst du, weil du ja immer mit den gleichen Summen investiert, mehr von derselben Aktie sozusagen, weil sie dann etwas günstiger geworden ist. Also, und dann haben wir noch das Letzte gehabt. Wir haben also Qualitätsaktien gehabt. Du brauchst Qualitätsaktien und brauchst Geld zum Investieren. Da haben wir ja hier die 500 Euro. Und natürlich, wenn du mehr investierst als 500 Euro, gehen wir wieder zurück, damit müssen wir schön konservativ haben. Wenn du mehr investierst als 500 Euro, wenn du nur das dann im Zeitverlauf erhöhst oder ab heute erhöhen würdest, weil es da hinten, links unten, das ist ja schon ist, das ändert sich nicht mehr, entsprechend der Parameter, die ich eingebe, machst du jetzt ab jetzt 600 Euro und dann hast du nicht 517.000 Euro am Ende, sondern knapp 600.000 Euro. Also sind ganz, ganz große Unterschiede. Machst du 700 Euro im Investment, dann geht es ja schon hier aus der Skalierung raus, weil du dann schon knapp 680.000 Euro hättest, mit denen du rechnen kannst. Und so, meine ich, kommst du echt zur Schlossallee mit halt entsprechend Geduld. Aber das Schöne ist, diese Geduld, es ist nicht so, dass du die ganze Zeit irgendwas machen musst und nicht siehst, sondern wenn du merkst, wie sich das Vermögen hier aufbaut, wie deine Dividenden immer höher werden, dann macht es richtig Spaß und du wirst schon Selbstsicherheit haben und du wirst schon weniger Angst haben vor der Zukunft. Wenn du schon hier irgendwo bist, die Leute, die jetzt schon mit uns gemeinsam im Starterdepot angefangen haben, die wissen schon, die glauben schon, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, dass es funktioniert. Und wenn du dann so auf dem Weg bist und dann mal irgendwann, sagen wir mal 20.000 Euro, wenn du dann irgendwann mal 100.000 Euro hast und du hast dann Dividenden von mehreren 100 Euro, vielleicht auch 1.000 Euro dann im Jahr schon zusammengekriegt und du siehst, wie das Ganze steigt, und das kann ich dir jetzt schon zeigen, wie das Ganze steigt, auch hier auf Portfolio Performance, dann hast du keine Angst mehr, dann hast du keine Zukunftsangst mehr, dann siehst du einfach, du hast deine Finanzen im Griff. Hier in Portfolio Performance kannst du dann auch sehen, und zwar hier bei Zahlungen, auch für das Starterdepot, das sind die Dividendenerträge auch seit 2019. Und du siehst, ganz am Anfang kann man hier nur, nein, man kann nicht nur ein Jahr einblenden, glaube ich nicht. Ganz am Anfang hier, 2019, die ersten Dividenden sind im Oktober eingetrudelt. Das waren Centbeträge, 57 Cent hat man da gekriegt. Dann im Dezember waren es mal
3,95 €. Aber dann siehst du Jahr für Jahr, dunkelblau ist dann 2020 und orange ist 2021, wie das massiv nach oben geht. Und das sind die Anfänge. Gerade die Anfänge sind ja besonders motivierend, weil prozentual gesehen steigt es da enorm, weil da diese Sparraten von 500 € eben das Depot am Anfang extrem stark aufblasen. Und dadurch kriegst du dann halt auch immer mehr Dividenden rein. Ganz am Anfang geht es unheimlich schnell. Später wird es dann in erster Linie über die Dividendensteigerung generiert, wo wir gerade gesehen haben, im Starterdepot 7, noch was Prozent pro Jahr ist mehr als eine typische Gehaltserhöhung, deutlich mehr, auch deutlich mehr, momentan jedenfalls noch, als die Inflation. Da kommt ja auch noch dazu, Aktien sind tendenziell Sachwerte und schützen weitestgehend vor Inflation. Und das macht echt Spaß. Also hier siehst du die steigenden Dividenden und wir haben ja schon mehrere Monate zwischen 25 und 30 €, wo wir immerhin schon Dividende kassiert haben, nach, wie gesagt, gerade mal 2,5 Jahren. Und wir werden es weitermachen und ich werde es so lange weitermachen mit euch zusammen. Es gibt jeden Monat ein Update, wie ich nur irgendwie kann. Also ich habe vor, das wirklich, wirklich weit zu machen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mit euch zusammen bis zur Schlossallee komme und dass wir dann da gemeinsam feiern können, dass wir da hier die 500.000 knacken. Mit dem Standarddepot, wohlgemerkt. Ich habe ja noch andere Depots, aber das ist eine Herzensangelegenheit. So, und das Fazit ist einfach, Aktivität statt Angst, würde ich sagen. Mach was, nimm deine finanzielle Zukunft in die eigenen Hände. Es ist nicht schwer. Wir sind auch für euch da. Also wir haben hier zum Beispiel eine Facebook-Gruppe auch. Es gibt viele Facebook-Gruppen, wo du hingehen kannst. Das ist jetzt hier Aktie an Bord mit dem Jonathan Neuscheller von abilitator.de und Konstantin Wacker noch von Finanzfunk. Wir moderieren das. Hier ist dann das letzte Monatsupdate zum Starterdepot. Also wir begleiten euch da. Du musst auch nicht in die einzelnen 20 Aktien investieren. Es geht hier auch ums Prinzip. Das sind eben 20 Qualitätsaktien, behaupte ich mal. Du kannst auch andere Aktien auswählen und dich daran orientieren und die eine oder andere Aktie, die dir zum Beispiel nicht zusagt, einfach austauschen. Das geht alles und dann kannst du deine Fragen zu der anderen Aktie, die für dich alternativ vielleicht interessanter aussieht momentan und die du dann hoffentlich auch im Aktienfinder analysiert hast, um zu gucken, dass das Gewinnwachstum stimmt, kannst du dann hier beispielsweise auch posten in der Aktienfindergruppe. Also Aktivität statt Angst. Und wenn du deine Angst vor der Börse überwindest, wenn du diese Sparquote hast, wenn du dir Zeit lässt, wenn du dann in Qualitätsaktien investierst, dann wird mit höchster Wahrscheinlichkeit, davon bin ich überzeugt, so eine Entwicklung auf dich warten. Und dann wirst du eben belohnt werden mit einem Depot, das bis 2045 in dem Fall dann eine halbe Million überschritten hat. So, ich hoffe, das war motivierend genug zum Jahresanfang. Da hat man noch immer die guten Vorsätze, deshalb wollte ich mal jetzt dieses Video machen und ein bisschen ins Gewissen reden, und zwar zu deinem Wohl. Okay, danke fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, schreib es unten in den Kommentar. Wenn es komplexere Fragen sind, vielleicht gleich bei Facebook registrieren, falls du nicht schon bist, und dann da in Aktie an Bord in der Facebook-Community dann einfach deine Frage stellen. Und wir werden dann alles so gut tun, wie wir können, um das zu beantworten, gemeinsam mit der Community. Okay, danke fürs Zuschauen und viel, viel Erfolg bei deinem langfristigen Vermögensaufbau. Ciao.